ähnliche Plattform. Es ist eine, also es ist eine wunderbare Angelegenheit. Möchte euch auch fragen und bitten, sehr gern, wenn ihr Fragen habt, ihr sollt auch in der Mitte eure Frage stellen. Ihr könnt eure Mikrofon, wenn ihr Fragen habt, in der Mitte freischalten. Ich möchte sehr gern, dass unser kleiner Unterricht hier mehr als ein interaktives Unterricht sein und nicht nur eine Monolog. Ich bin nicht eine Person von Monologen. Ich möchte mich auch sehr herzlich euch entschuldigen. Ich komme aus Ungarn, ursprünglich aus Budapest. Ich bin in Deutschland seit gut ein paar Jahren, aber meine erste Sprache ist Ungarisch und dann kam Englisch und Hebräisch und nur dann Deutsch. Und leider, ich weiß nicht, ob ihr kennt die ungarische Sprache, die ungarische Sprache hat keine weibliche und männliche Wörter, keine der, die das wie in der deutschen Sprache. Also ich habe sehr viele Probleme mit Grammatik, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem alles verstehen werdet, was ich sage. So, das war meine kleine Haftungsausschluss am Anfang, okay? Wunderbar. sehr gern. Und ich freue mich für jeder, der irgendwie ein bisschen Feedback gibt, wenn wir einen sehen. Ich kann euch leider nicht gleichzeitig alle euch sehen. Wenn jemand Frage hat, bitte einfach die Frage ins Mikrofon stellen. Okay. Ich möchte sehr gern erstens unser Thema ein bisschen vorstellen. Ich hatte die folgende Idee. Sehr oft passiert mit uns, dass wenn wir mit jüdischen Gesetze, Halacha, treffen, wir einfach verstehen nicht ganz genau, worüber es geht. Wir verstehen nicht, welche Sachen sind erlaubt. Warum sind die bestimmten Sachen erlaubt? Warum sind bestimmte Sachen verboten? Wo liegt eigentlich die Quelle von unterschiedlichen interessanten Themen? Jetzt, ich möchte auch euch die Möglichkeit geben, vielleicht auf der lilmod.org-Webseite, wenn ihr Themen habt in Halacha, bestimmte jüdische Traditionen, warum machen wir etwas oder warum machen wir etwas nicht? Ich wäre sehr, sehr froh sein, wenn ihr in den nächsten Tagen vielleicht euch ein bisschen eure Zeit nimmt und vielleicht eine Frage, die euch interessiert, für mich in schicken konnte. Nur, dass ihr seht, schreibe hier auch meine E-Mail-Adresse auf der Chat. Jeder kann mich sehr gern persönlich E-Mail schicken. Ich stehe zu eurer Verfügung und ich möchte sehr gern so machen, dass die Themen euch in der nächsten Semester interessieren werden. Meine heutige Themen, die ich erst ausgewählt habe, und ich hoffe, dass ihr ein bisschen die Themen interessant findet, die sind die nichtjüdische Datum. Wie ist es möglich für uns Juden, nichtjüdische Datum zu benutzen? Was ist die Quelle? Gibt es ein Verbot? Gibt es eine Gebot in diesem Thema? Wie dieses Thema angefangen hat in der jüdischen Literatur, war die folgende. Es passierte in Ungarn, wo ich komme, in der 19. Jahrhundert, in ein kleiner Ort, ziemlich weit von Budapest, dass die orthodoxe Rabbiner von dem Ort hat eine Frage bekommen. Eine nicht so religiöse Person wollte auf ihrem Grabstein das nicht-jüdische Datum aufschreiben, nicht die jüdisches Datum. Generell in Ungarn, mindestens bis den 19. Jahrhundert, fast alle Friedhöfe jüdische Friedhöfe hatten nur ausschließlich jüdische Matzevot, jüdische Grabsteine mit hebräischer Anschrift oder jüdischen Symbolen, aber keine säkuläre Datum und keine Bezeichnung von einem säkulären Datum. Und die Frage kam zu den Rabbinern, ob es erlaubt ist, das nichtjüdische Datum auf der Matzeva, auf der Grabstein zu schreiben.
Der Rabbiner, der das passierte, heißte Maharam Schick, Rabbiner Moshe Schick. Er war eine berühmte Halachist. Und das war eine große Frage seiner Zeit. Jetzt frage ich euch, also leider kann ich nicht gleichzeitig von euch Feedback haben, aber ich wäre sehr, sehr froh, wenn ihr vielleicht mit eurem Kopf derjenige, die sehe, sagen kann, also ihr versteht die Frage, ob es gibt ein Problem für Juden, die nicht-jüdische Datum zu benutzen. Versteht ihr die Frage? Sehr schön. Okay. Also ich möchte, bevor ich die Frage beantworte, und die Antwort wird eigentlich ziemlich lang dauern, dass, obwohl es klingt als einfaches Antwort, aber die Antwort ist ziemlich kompliziert. Ich möchte euch ein bisschen einleiten, ein bisschen Hintergrund geben, ein bisschen historisches Hintergrund. Mein Hintergrund fängt an, also wir sollen verstehen, dass der Talmud in Masechet Rosh Hashanah, in Traktat Rosh Hashanah, der sich mit den Neumonat-Kalkulationen sich beschäftigt, wir haben eine sehr, sehr große Betonung auf den Kalender in der jüdischen Kultur. Alles, was wir machen, geht rund um den Kalender. Eigentlich der Kalender ist für unsere wichtigste Definition. Wenn ich als Beispiel geben kann, wenn wir die drei große monotheistische Religionen vergleichen miteinander, wir sehen, dass alle ausschließlich Juden so, fängt an zu rechnen in der Zeit, wo ihre wichtigste Prophet oder wie ihre wichtigste Persönlichkeit gelebt hatte. Zum Beispiel, Christentum fängt an, ihre Kalender zu rechnen von dem Geburt von Jesus. Der Mohammedan, der muslimische Kalender fängt an, ihren Kalender bei dem Hajj, wenn Mohammed von Mekka bis Medina gerannt hat. Wo fängt Judentum an, seine Kalender? Vielleicht wäre es eine logische Wahl, bei Moshe Rabbeinu oder bei der Torah-Gebung anzufangen. Aber das machen wir nicht. Was machen wir? Wir fangen unsere Kalender an beim Welterschaffung. Unsere Religion, das ist auch ein Zeichen, unsere Religion ist eigentlich eine universalistische Religion. Deshalb haben wir ein Konzept auch von Beshiva Mitzvot Bnei Noach, dass nicht nur jüdische Personen haben einen Teil in der nächsten Welt. Aber unser Kalender ist schon die Zeichen. Wir fangen an unsere Zeit bei einer ganzen Menschheit und nicht nur bei Judentum. Nicht nur die Juden sind die Zehn, sondern die ganze Menschheit. Nicht wie die anderen zwei große monotheistische Religionen, wo zum Beispiel im Christentum man kann nicht die nächste Welt erreichen, nur ausschließlich jemand, der zu dieser Religion gehört. Nicht so ist es bei Judentum. Also, der Kalender für uns spielt eine sehr, 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 sehr große Rolle. Und wo finden wir Diskrepanzen mit unserem Kalender, unserer Zeitrechnung und die andere Zeitrechnung? Das ist eine wichtige Frage, bevor wir das Thema nicht die Benutzung von nicht-jüdischen Datum berühren können. Also der historische Hintergrund. In der Talmud in Traktat Sotah, vielleicht, das kann ihr sehen, auch ich habe eine PDF-Datei aufgeladen. Ich weiß, dass es Hebräisch ist und ich kann es vorstellen, dass es ist nicht einfach für jede einzige Person, das zu lesen, aber trotzdem, ihr habt die Quelle. Die erste Quelle, die wir haben auf unserer PDF-Datei, ist aus der Talmud Babli, aus der babylonischen Talmud Traktat Sotah, Seite 47, Amud Aleph, der erste Teil von der Folie. Wo es gibt eine sehr interessante Geschichte. Die Geschichte spricht über Rabbi Joshua ben Perachia. Ich werde nicht den Text vorlesen, ihr kann das vielleicht alle machen, wenn jemand Hebräisch liest. Ich werde jetzt die Geschichte zusammenfassen. Rabbi Joshua Perachia war ein Rabbiner, der lebte in der Zeit von König Jannai. König Jannai war ein hellenistisch-jüdischer König nach der Zeit von den Chashmonaim, nach der Zeit vor die
also eigentlich, Entschuldigung, schon vor der Zeit von der Hashmonaim, nicht nach der Zeit, in der Zeit von Shimon ben Shattach. Shimon ben Shattach war einer von den ersten Rabbiner der Mishnah. Shimon hat und Entschuldigung, nein, ich mache jetzt ein bisschen, Entschuldigung, zurück ein Schritt. König Yannai war von der Hashmonai-Dynastie. Sie waren nach dem Zeit von Chanukka und einer von den Rabbinern seiner Zeit heißt der Shimon ben Shattach. Ich habe Shimon hat die Konjunktion einfach verwendet. Shimon ben Shattach war ein Opponist, er war ein sozusagen nicht so herzlich willkommen lassene Persönlichkeit bei dem König, König Yannai. König Yannai war ein hellenistischer König und er hatte einen Krieg, also nicht echter Krieg, sondern einen philosophischen Krieg gegen die klassische rabbinische Judentum gehabt. Sehr viele von den Rabbinern in dieser Zeit mussten wegrennen von Land Israel. Shimon ben Shattach war sein Schwager, aber er selbst musste aus Land Israel wegrennen. Und einer von den Talmidim, einer von den Studenten oder der größte Rabbiner der diesen Zeit, der wegrennen sollte, heißt Rabbi Yehoshua ben Perachia. Rabbi Yehoshua ben Perachia, warum ist es wichtig für uns, diesen Name? Weil es gibt sehr viele zensurierte Ausgaben von der Talmud. Zum Beispiel hier, was ich euch eingekopiert habe von Traktat Sotah. Es fehlt hier in der Mitte, ich habe zwei Wörter mit Bold, also verdeckt. Echad mitalmidav, einer von seinen Studenten. In den nicht zensurierten Versionen, die einer von den Studenten von Rabbi Yehoshua Perachia war, Yeshu. Yud Shin Vav, das ist ein Name oder eine Bezeichnung normalerweise vor Jesus. Worüber spricht diese Geschichte? Dass Rabbi Yehoshua ben Perachia zusammen mit seinem Schüler Jesus hat weggerannt nach Alexandrien, nach Ägypten und sie waren in einem Motel oder in irgendwelche Imbiss. Und Rabbi Yehoshua ben Perachia hat einen Comment gemacht über den Imbiss. Und er hat gesagt, was für eine schöne Imbiss. Das hebräische Wort für Imbiss war Achsanya. Aber das Wort ist für Achsanya, kann man auch verstehen, für eine Frau, die den Imbiss leitet. Und die Schüler hat gesagt, diese Achsanya ist nicht so schön. Ihre Augen sind ein bisschen komisch. Rabbi Yehoshua ben Perachia, der selbstverständlich wollte niemals über andere Frauen diskutieren, hat gesagt zu seinen Schülern, du bist eine Rosche, du bist eine böse Person, geh weg und ich bin nicht mehr deine Lehrer. Später, dieser Student, Yeshu, kam zurück zu Rabbi Yehoshua ben Perachia und er wollte sich entschuldigen. Das Problem war, dass Rabbi Yehoshua ben Perachia war in der Mitte von Schma-Vorlesung, entweder am Morgen oder am Abend, und er hat mit seiner Hand gezeichnet. Diese Zeichen war eigentlich Warte, aber Yeshu hat verstanden, dass er Rabbi Yehoshua ben Perachia ihn wegschicken möchte. Und er ist weggerannt und er ist nach dieser Narrative von der Talmud ist eine Apikoros geworden, der die Welt nicht in der richtigen Weg geleitet hat. Und darüber spricht die Talmud, jeder Person sollte seine Schüler von einer Seite mit der linken Hand wegdrücken und mit der rechten Hand zurückziehen. Das bedeutet, das ist der Weg, wie wir eine Tochacha, einen Fluch zu einem Student geben soll. Ist es bis jetzt klar zu euch, die Geschichte? Warum ist diese Geschichte für uns so wichtig? Die zweite Quelle, der hier steht auf meinem Blatt, von Traktat Chagiga,
Es ist von der Mishnah. Und diese Mishnah gibt uns eine, also genau wie beim Anfang von Traktat Avot, das ist nur eine alternative Quelle, aber wir haben die sogenannte Sugot, die Paaren. In der mishnaischen Zeiten, die erste Paar Mishnai, erste paar Generationen von Tanaim, die Weisen von der Talmud, waren Paaren. Die bekannteste Paar wahrscheinlich für euch ist Hillel und Shammai. Zwei große Leiter von den Juden. Eine ist als Av Beit Din, der Leiter von der großen Sanhedrin, und die andere ist als Nasi, Präsident von dem Beit Din. Und diese zwei Positionen waren geteilt durch viele Generationen. Die Talmud gibt uns diese Liste, teilweise in Traktat Avot und teilweise in Traktat Chagiga. Die Namen sind Yosef ben Yoezer und Yosef ben Yochanan, zwei Rabbiner erster Sog. Zweite, Rabbi Yosha ben Berachia und Nitai Ha'arbeli. Das war der zweite Sog. Yehuda ben Tabai und Shimon ben Shattach, das war der nächste. Shemaya und Aftaleon, das war der nächste Paar. Hillel und Shammai waren die letzte von diesen Paaren. Diese Liste, was wir haben hier in Traktat Chagiga, ist eine chronologische Liste, genau wie die Liste, die wir in Traktat Avot haben. Das bedeutet, es ist sehr klar von hier, dass Hillel und Shammai war mindestens zwei Generationen, also drei Generationen nach Shimon, Rabbi Joshua ben Berachia. Warum ist das wichtig? Weil Hillel selbst lebte eine Generation vor der Zerstörung des Tempels. Wenn es so ist, dann diese Jesu, der in der Geschichte von Rabbi Joshua ben Berachia steht, es kann nicht sein, dieselbe Jesu, als als der Neue Testament darüber spricht, oder die andere Quellen sprechen. Es ist eine Geschichte, der passierte fast 230 Jahre vor der Zerstörung des Tempels. Dann die selbstverständliche Frage, welche war dieser Jesu in dieser Geschichte? Also unsere Weisen, die spätere Kommentare, geben zwei unterschiedliche Antworten für diese Frage. Die erste Variante ist, ich habe leider diese Quelle nicht in der originellen Form gefunden, das ist der Ravat. Der Ravat war Rabbi Avraham ben David, ein großer Opponent von der Rambam, Maimonides, also in ungefähr 13. Jahrhundert. Und er schreibt in seine Sefer HaKabbalah die folgende. Wir haben eigentlich also diese Widerspruch zwischen die historische Quelle und der talmudischen Erklärung, seine Meinung war, dass die Christen haben ihre Geschichte geändert. Warum? Weil es passte sehr, sehr gut in ihre Geschichte, dass der Tempel in Jerusalem war zerstört, nach dass Jesu getötet war. Das ist die Meinung von der Rabbat. Es gibt aber andere Meinungen, zum Beispiel Rabbiner Jakob Emden. Und das ist eigentlich auch sehr wahrscheinlich die Meinung von sehr vielen von den aschkenasischen Autoritäten, dass einfach es gab zwei Jesu, zwei Personen mit diesem Namen. Eine ist in der Geschichte von Rabbi Yehoshua ben Berachia und eine, die wir kennen als Anfänger von Christentum. In der Quelle 4, Entschuldigung, in Quelle 3, eigentlich was wir sehen können, dass wir haben eine Traktat Sanhedrin, Tosafot, die Kommentare auf das, der sagt, dass 40 Jahre vor der Churban, 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels, also ungefähr im Jahr 30, der Beit Din, der Sanhedrin, hat aufgehört, die Exekution
es gab keine Todesstrafe mehr. Aber für bestimmte Fälle, und er nimmt Hachi Uvda de Jeshu, diese Geschichte mit Jeshu, steht in Tosafot, der Kommentar der Tora, für diesen Fall, sie haben diese Geschichte, also der Regel geändert, und sie haben trotzdem die Todesstrafe durchgeführt. Also von der Meinung von Tosafot, es sieht sehr klar aus, dass es gab auch ein Jeshu in der Zeit von der, wo die nicht-jüdische Quellen sprechen. Und der Tag und eine andere Stelle steht sehr, sehr klar. Jeshu Hanotzri, der Christa, Jotze Lischol, er war getötet mit Besteinigung. Jetzt, warum ist diese Quelle sehr wichtig? Weil diese Quelle, die ich jetzt präsentiert habe, stellt überhaupt die Frage, wann, worüber geht die nicht-jüdische Kalender? Wenn wir sagen, dass heute ist 2014, was bedeutet 2014 von wann? Wir benutzen den christlichen Kalender. Das geht von der Geburt von Jeshu. Aber wenn wir die talmudische Narrative so nennen, wir die Verständnis von der Rabbat, Rabbi Abraham ben David, der sagt, dass diese Geschichte passierte viel, viel Zeit früher, dann eigentlich unsere Kalender, der nicht-jüdische Kalender, der Zivilkalender, ist ein mehr oder weniger Ad-Hoc-Kalender. Der benutzt ein Datum, wir haben, also Sie haben genannt es Jesu, aber für uns diese Frage ist absolut irrelevant, von wo Sie das nennen. Für uns diese Geschichte, dieser Relevanzpunkt ist überhaupt nicht interessant. Warum ist es wichtig? Der Talmud in Traktat Avodá Zará und unterschiedliche Quellen erzählt, dass wir haben ein Verbot, etwas zu sagen im Vergleich zu einer Avodá Zará, über eine götzendienstliche Objekt. Zum Beispiel, jemand kann nicht sagen, dass lass uns treffen bei diesem Aphrodite-Tempel, weil das ist eine Beschreibung von einer götzendienstlichen Kultur und man kann nicht die Götzen erwähnen als ein Referenzpunkt. Das ist in der Quelle 7 in der PDF-Datei. Datei, in der Talmud in Traktat Sanhedrin sagt, dass eigentlich das ist ein Verständnis von der Vers, von Buch Shemot, das zweite Buch Mose, Kapitel 23, Vers 13. Dort der Vers sagt, Ubechol asher amarti aleichem tishameru, ihr soll alle die Gesetze gut halten, veshem Elohim acherim und Namen von anderen Götzen erwähnt nicht, dass ihr Name soll auf eure Münde nicht gehört werden. Das bedeutet, wir haben ein sehr, sieht so aus von hier, dem Vers, sagt sehr explizit, wir haben ein Verbot, nicht jüdische Götzen zu erwähnen oder irgendwelche Referenz zu dieser Götzen machen. Warum der Talmud in Sanhedrin sagt, dass dieser Vers ist eine Referenz zu, dass man kann nicht sagen zu seinem Freund, das ist in Quelle 7, behalte nicht diese Sache in bei dieser götzendienstliche Objekt oder warte nicht auf bei diesen götzendienstlichen Objekt. Wir können keine götzendienstliche Kulturen als Referenz benutzen. Warum ist es ein Problem für uns im Alltag? Vielleicht Sie erinnern oder ihr erinnert noch in der früheren Zeit, die säkuläre, die nicht-jüdische Datum war immer beschrieben als A und D nach dem. Also zum Beispiel 1795 AD. Was bedeutet diese AD? Das ist eine lateinische Verkürzung für Anno Domini, in dem Jahr von der
Herr. Das war eine relative Klarreferenz zu der nicht-jüdischen Kultur oder in diesem Fall die, der Jesu. Das ist für uns ist es ein sehr strenges Verbot, mindestens so steht von so sieht es aus von der Tora aus. Der Maharam Schick, Rabbi Moshe Schick, als er diese Frage bekommen hat, das war seine Antwort. Das ist in der PDF-Datei, das ist Quelle 5. Er hat einen langen Brief geschrieben und dieser Brief sagt absolut explizit, nach seiner Meinung ist es verboten, die nicht-jüdische Datum auf einen Grabstein, einen jüdischen Grabstein, benutzen. Er hat zwei Gründe gegeben in diesen paar Paragraphen. Man befindet zwei Gründe. Eine ist, was wir schon erwähnt haben, dieser Vers von Sefer Shemot, von Buch von Exodus, Kapitel 23, Vers 13. Er sagte, das ist ein klares Verbot, wir können diese Datums nicht benutzen. Er hat aber über eine zweite Quelle auch die Aufmerksamkeit gebracht. Das ist eine Quelle von Rav Moshe Schreiber. Rabbiner Moshe Schreiber war auch eine große ungarische Autorität. In der 19. Jahrhundert, sein Name nach seinem Buch war der Chatam Sofer. Der Chatam Sofer, das Wort Sofer ist eigentlich die hebräische Version von Schreiber. Der Chatam Sofer war eine von den größten Autoritäten in Pressburg. Pressburg damals, also heutige Tagen ist Bratislava, damals war der Hauptstadt von Ungarn mit dem Namen Pozsony und der jüdische Name von der Stadt war als Pressburg bekannt. Rabbiner Moshe Schreiber kam ursprünglich aus Frankfurt, in Frankfurt geboren, aber später ist der Rabbiner von Pressburg geworden. Und er war die größte Autorität in den 19. Jahrhundert für die ungarischen Juden und auch großerweise die süddeutsche und österreichische Juden auch. Seine Meinung, was hier der Maharam Schick, Rabbi Moshe Schick, zitiert, ist, dass wenn wir die nicht-jüdische Datum benutzen, das bedeutet eigentlich, dass wir geben auf, unsere Zeit zu rechnen von der Welterschaffung. Und die Welterschaffung ist verbunden mit Land Israel. Wenn wir die erste Kommentar von Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki, in der Tora lesen, das Wort Bereshit, in Anfang, ist seine Meinung, ist eine Referenz zu allen Sachen, die Reshit sind. Eine ist Reshit Volk Israels. Land Israel ist auch ein Reshit. Deshalb, wenn jemand das Datum, die jüdische Datum nicht benutzt, alltäglich, es ist wie er selbst gibt auf, die Wille zurück nach Israel zu gehen, die Liebe zu Land und eigentlich unsere jüdische Kultur. Diejenigen, wie es hier zitiert, diejenigen, die die nicht-jüdische Datum benutzen, sie haben sie gucken auf das Judentum als ihre altmodische Sache. Sie möchten von dieser Religion wegrennen. Und das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Deshalb sollen wir das niemals machen. Das war die Meinung von der Chatam Sofer. Jetzt, wir können auch selbstverständlich, wenn ich euch frage, können wir die nicht-jüdische Datum benutzen, wenn wir nur auf der Lilmot-Webseite geht, ihr seht sehr klar, dass das Datums von der Unterrichten gehen sehr, sehr deutlich mit dem nicht-jüdischen Kalender. Sehr viele im alltägliches Leben, auf fast alle jüdische Kalender kommen zurück zusammen mit dem nicht-jüdischen Datum. Das bedeutet, es muss irgendwelche Erlaubnis sein, auch die uns erlaubt, die nicht-jüdische Datum zu benutzen. Die Frage ist, was ist diese Quelle?
diese Quelle zu finden, man eigentlich sollte für diejenigen suchen, die diese zwei Meinungen von dem Maharam Shik, Rabbi Moshe Shik und Rabbi Moshe Schreiber argumentiert haben. Eine von die, also ich möchte zwei große Namen erwähnen, die sich mit diese Problematik, sie beschäftigt haben in den letzten eigentlich Jahrzehnten. Das ist nicht so alt, wie man denkt. Eine ist Rabbiner Ovadia Yosef. Rabbi Ovadia Yosef ist letztes Jahr gestorben, gerade vor ein Jahr. Und er hat sehr viel Responsa-Literatur geschrieben. Einer von seinen wichtigsten Büchern heißt Yabia Omer. In Yabia Omer, er sagt die folgende, er versucht die folgende. Es ist korrekt, dass der Gemara, der Talmud, explizit verbietet uns erinnern die Namen. Aber wenn ich sage 2014, er kann ein Experiment machen. Ich habe diese Frage sehr oft, wenn ich eine normale Gruppe einen Unterricht gebe und sage, wenn ich frage 2014, von wann abrechnen wir? Und sie haben gesagt, wir haben keine Ahnung. 90% von den jungen Leuten heutzutage leider haben keine Ahnung, woher kommen die säkulare Datum. Wir benutzen das 2014. Okay, aber niemand weiß. Heutzutage ist es kein Referenz. Niemand benutzt die zwei kleinen Buchstaben A, D, vielleicht nur die nur in der Vatikan. Aber praktisch zu sagen, niemals benutzt das nicht-jüdische Kalenderjahr als eine Referenz zu dem Anfang von Christentum. Auch wenn es so war, praktisch in Geschichte, aber heutzutage niemand benutzt es. Deshalb, es gibt kein Problem, uns zu erinnern, etwas, der uns erinnern wird. Also eine transitive Erinnerung ist es nicht etwas, das der Talmud uns verbietet. Wenn ich habe ein Verbot, ein Avodah Zarah, ein Götzendienst explizit zu erwähnen, aber eine Referenz zu machen für etwas, das diese götzendienstliche Kultur erinnern wird, das ist nicht verboten von der Torah. Das ist die erste. Also das ist die erste Argument von Rabbiner Ovadia Yosef. Die zweite ist, er sagte einfach, wir wissen auch die nicht-jüdische Kultur, vielleicht wir können ein anderes Mal über generell die jüdische Verhältnis zu Neujahr feiern und die christlichen Feiertagen sprechen, aber es ist sehr, sehr klar, dass auch für Christen, sie wissen, dass gerade vor 2014 Jahren niemand war geboren. Auch die christliche Scholaren, also die Gelernte, akzeptieren die Tatsache, es ist keine Referenz zu dem Geburt von Jesus. Es ist einfach eine Datum, die damals gewählt war für die römische Imperium. Manche sagen, dass es eigentlich an sich selbst ist kein Grund, weil auch wenn es ist korrekt, das Historische ist nicht akkurat, aber trotzdem, wenn ich als Referenz benutze, so ein göttliche Sache, es ist egal, ob das eine akkurate Rechnung ist oder nicht. Das ist die zweite Argument. Wir gehen ein bisschen weiter und das ist die Meinung von einer von den halachischen Büchern, dass eigentlich dieses Datum ist die akkurate Datum, aber wir sagen einfach nichts. Wir sagen keinen Namen und deshalb es gibt kein Verbot, das wir schon erwähnt haben. Rabbi Eliezer Waldenberg. Rabbi Eliezer Waldenberg ist in 2006 gestorben. Er hat ein Responsum geschrieben mit dem Namen Zitz Eliezer.
Er sagt, es gibt einen Unterschied zwischen dem säkulären Datum in jüdischer Kontext oder in Business-Kontext. Seine Meinung war, dass in Business, seit Business selbst ist etwas Säkuläres, das man macht, in der alltäglichen Leben schon zum Beispiel ein Check unterschreiben, einen Vertrag unterschreiben oder und der korrekte Datum sagen, seine Meinung war, es ist kein Problem. Wenn wir haben die Möglichkeit, das jüdische Datum gleichzeitig benutzen, wir sollen. Aber wir haben keine Pflicht in nicht-jüdische, nicht-religiöse Dokumente, weil das ist einfach eine Referenz. Und niemand heutzutage denkt über keine nicht keine götzendienstliche Kultur, wenn er die auf diese Datum schreibt. Der Rav Ovadia Yosef, er war wahrscheinlich eine Person mit einer fotografischen Erinnerung. Es war einfach unglaublich, was er schreibt. Er hat eine Liste in seinem Buch, der schreibt, welche Rabbiner in welche Zeit in der Weltgeschichte hat seine Briefe mit dem säkulären Datum untergeschrieben. Er spricht über der Schach, Rabbiner. Er war ein Rabbiner von Vilnius, spricht über den Maharam von Padua, Rav Shlomo Eger, der Chatam Sofer selbst, der Chatam Sofer, die wir ja schon erwähnt haben, er war ein großer Opponent von Benutzung von nicht-jüdischen Datum. Er selbst hat seine nicht-religiöse Briefe mit dem nicht-jüdischen Datum untergeschrieben. Warum ist das erlaubt? Noch einmal, der Anfang, Antwort ist, dass am Ende der Tisserlese, das ergibt, ist, dass wahrscheinlich, wenn der Maharam Schick spricht über die Grabsteine, er spricht über die Grabsteine selbst, aber nicht die generelle Verbot von nicht-jüdisches Datum zu benutzen. Das nicht-jüdische Datum zu benutzen, wir haben viele mehr mögliche Erlaubnisse, warum es erlaubt ist, aber die Matzevot, die Grabsteine sollen nur pur die jüdische Datum. Das ist dann die Meinung von der Maharam Schick. Das war der erste Teil. Es gibt aber ein zweiter Teil von der Diskussion und eigentlich meiner Meinung nach, dieser zweite Teil ist viel schwerer als der erste Teil. Wir sprechen nicht über die Jahre, in der zweiten Teil, wir werden nicht über die Jahre sprechen, sondern die Monate. Der Torah eigentlich in Parashat Beshalach, Sefer Shemot, Kapitel 12, erste und zweite Vers, da sagt die folgende: Vayomer Hashem el Moshe ve el Aaron, Moshe. Hashem sagte zu Moshe und Aaron, Be'eretz Mitzrayim, in Land Ägypten, Lemon, und sagte die folgende: Hachodesh Haze, diesen Monat, Lachem Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem Lechodshei Hashana. Dieser Monat, nämlich Nisan, ist eure erste von den Monaten. Es ist die erste. Erster soll dieser Monat sein für euch, für die Jahresmonate. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich sage, zum Beispiel, heute ist 25.11., der 25. Tag von der 11. Monat. Welche war dann der erste Monat? Nicht Nissan. Es war Januar. Aber die Torah sagt explizit, der erste Monat für mich sollte Nisan sein. Ich kann Januar nicht als ersten Monat benutzen. Wenn ich Januar als ersten Monat benutze, das bedeutet, ich überspringe eine Torah-Gebot. Die Torah sagt sehr explizit, Nisan ist der erste Monat. Die
Die zweite ist dann ja, also die eigentlich die, wir können auch die Namen von den hebräischen Monaten ein bisschen analysieren. Die Wahrheit ist, dass wir sollten vielleicht erste, zweite, dritte, Punkt, Punkt, zwölfte Monat sagen für unsere Monaten, genau wie die Tora und die Tanach das benutzt. Zum Beispiel, wenn die Tanach beschreibt die Fastentage, beschreibt den Monat, also der Zum Gedalia, als Fastentag von der siebten Monat. Beschreibt der Tisha B'Av, der Fastentag von der Entschuldigung, fünfte Monat. Da muss der vierte Monat. Wir sehen sehr, sehr klar, dass die Namen selbst, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, alle diese, die 12 Namen kommen von der babylonischen Kultur. Wir sollten eigentlich die 12, die Nomen haben, weil Nisan, der Monat von Aviv, der Frühlingsmonat, heißt erster Monat. Und deshalb haben wir kein Recht, für die anderen Monate zu benutzen. Aber trotzdem, wir wissen, dass, ich habe es schon erwähnt, viele von den Rabbinen, von der vorigen Generation, haben trotzdem untergeschrieben ihre Briefe mit diesen säkularen Monaten. Wie ist das möglich? Wir müssen wahrscheinlich hier die Definition von den Monaten eingehen. Die Definition von Monaten ist, ja, oh, Entschuldigung, oh. Katrin, bitte frage es. Ich sehe jetzt nur, dass du eine Frage hast. Hallo? Kann man mich hören? Ja, ich kann dich hören. Ja, Katja. Ah, danke. Katrin. Also erstmal, ja. dass Nisan der erste Monat ist, das ist Rashabo. Das ist mir nur gerade aufgefallen. Aber meine Frage war, man hat Ja. damals den Kalender bekommen. Und die Frage ist, woher haben die Leute gewusst, ich muss jetzt so und so viele Jahre zurückrechnen? Also man hat ja damals, als Gott in der Wüste gesagt hat, jetzt habt ihr den Kalender. Woher hat man gewusst, an welcher Stelle man war im Kalender? Verstehst Also du? wir könnten das ausrechnen eigentlich, wenn, wenn du gut durchliest, die erste Buch von Mosche, es ist sehr, sehr klar, welcher Mensch wie lange gelebt hat. Wir haben eine sehr, sehr klare Chronologie in Sefer Bereshit, im Buch Genesis, von Anfang bis zum eigentlich die Toragebung. Genau wie, welche Menschen haben wie viele Jahre gelebt. Wenn man das durchrechnet, kommen wir zu dem Punkt, dass die Tora war uns gegeben im Jahr 2448. Also wir haben eine sehr, sehr klare Chronologie geschrieben in der ersten Buch von Mose. Das ist Also korrekt, dass wir weiß spät. man ganz genau den Tag, an dem die Welt entstanden ist. Das ist eine sehr gute Frage. Das kommt auch von der mündlichen Tora, von der mündlichen Auslegung. Die Tagen kommen von der mündlichen Auslegung. Die Jahren kommen mehr deutlich eigentlich. Also wenn du nur die Geschichte von Noah liest, die zweite Abschnitt von der zweite Wochenabschnitt von der ersten Buch Mose, du siehst sehr, sehr klar, dass es gibt dort schon dort Datums. Dort steht, dass die siebte Monat, die zehnte an dem Monat hat das Regen aufgehört. Von dort mindestens, man sieht, dass wir haben eine klare Rechnung. Die Tora, die mündliche Tora, der Talmud, füllt auf die kleine die kleine schwarze Löcher in diesem Fall. Aber wir haben eine sehr, sehr klare Chronologie von Anfang. Was wichtig ist, dass wir wissen, dass die Juden sind in dem Frühlingsmonat in Nisan aus Ägypten ausgekommen. Der Name, Entschuldigung, Bernd fragt, diese beiden Kalender sind ja nicht deckungsgleich. Was meinen Sie? Man kann Also auch ich kann sprechen. ja, Ja. entschuldige, und sprach, wenn man Sonnenkalender verwendet, dann ist ja immer der Zyklus, dass er gleich ist. Ja. Und beim Mondkalender verschiebt sich ja immer die Tage.
Also ich gebe hier, okay, danke schön. Also ich möchte hier dann etwas Kurzes erwähnen. Selbstverständlich von dem zweiten Buch Mose, von dem Gebot von Nissan, das Nissan muss der erste Monat sein, dann konnten wir denken, dann wir sollen unsere Kalender genauso rechnen wie die Muslimen. Ein Kalenderjahr sollte 354 Tage lang sein, weil ein Mondkalendermonat ist 29,5 Tage lang. Durchschnittlich, also jeder Monat soll entweder 29 oder 30 Tage lang sein und dann wir verlieren jedes Jahr 11 Tage. Woher wissen wir, dass wir diese Kalender in Synchron mit dem Sonnenkalender bringen müssen? Das ist auch von der Tora. Die Tora sagt, dass der erste Monat muss unbedingt Frühlingsmonat sein. Chodesh Ha'aviv. Der erste Kalendermonat muss unbedingt ein Frühlingsmonat sein. Das bedeutet, wenn ich sehe, dass meine Kalender verschiebt sich früher und früher und mein erster Kalendermonat wird nicht mehr Frühlingsmonat, sondern ein Wintermonat sein, das bedeutet, ich muss einen Schaltmonat hinzufügen. Also von dort, also eigentlich, das kommt auch von der Tora selbst. Das ist eigentlich sehr merkwürdig, dass die Tatsache, dass wir die zwei Kalender, den Mondkalender und der Sonnenkalender zusammen in Synchron bringen müssen, das ist eine Tora-Gebot. Und das bleibt so, das erste Monat muss unbedingt ein Frühlingsmonat. Eigentlich ich habe viel weniger Wissen, aber manchmal ist es sehr wichtig zu verstehen, der Referenz, das Datum für Ostern ist immer der erste Vollmond nach dem Frühlingsäquinox. Das bedeutet auch, die Christen benutzen die Frühlingsmonat sozusagen und die Definition von dem Frühlingsmonat für ihre Osterdefinition. Nicht ein Kalenderdatum, das 2. April oder 25. März, sondern es ist verbunden mit dem Mondkalender und dem Mondzyklus. Das kommt von uns, selbstverständlich. Also, zurück zu der Frage. Also, kann ich jetzt vielleicht fragen, was ist die Definition von einem Kalendermonat in dem säkulären Kalender? Die Wahrheit ist, dass die säkuläre Kalendermonatsdefinition ist kein Monat in unserem Sinne. Unsere Monatdefinition, was ist die Definition für ein jüdisches Monat? Von Neumond bis Neumond. Wenn der Mond nicht sichtbar ist, bis es wieder nicht sichtbar ist, ist es genau 29,5 Tagen. Der Talmud gibt eine sehr, sehr klare Rechnung für diese Tage, wie lange es dauert. Das ist unsere Definition von einem Monat. Was ist die Definition von einem nicht-jüdischen Kalender? Es gibt, die Definition ist ein Zwölftel von einem Jahr. Was wir Monat nennen in der nicht-jüdischen Kalender, ist kein Monat in dem jüdischen Kalender. Das bedeutet, wenn ich jetzt November sage, November ist nicht ein Chodesh, nicht ein Monat in dem jüdischen Kalender, die einen neu anderen Namen bekommen hat. Es ist eine absolut unabhängige Rechnung für eine Kalenderzeit. Bitte, ich brauche ein bisschen Feedback, dass ihr das versteht, was ich sage. Ja, das ist was ich sage, und Kalender ist mein Lieblingsthema. Danke. Ja, sehr, sehr schön. Also, was ich sagen möchte, ist, dass die jüdische Kalendermonatdefinition ist nicht dieselbe als die nicht-jüdische Kalendermonatdefinition. Unsere Monatdefinition ist unabhängig von dem Jahr. Die nicht-jüdische Definition von einem Monat ist ein Zwölftel von dem Jahr in einer bestimmten Reihenfolge. Eigentlich interessant, das bedeutet, wenn ich sage November, dann November, 1. November wird kein Neumond sein. Es wird immer 30 Tage sein, ungefähr dieselbe Zeit in der Kalenderzyklus, also der Sonnenzyklus. Aber es ist kein Monat. Unsere Definition von einem Monat ist
von Neumond bis Monomond. Und deshalb, Januar, Februar bis Dezember sind keine Chodesh. Lassen wir von jetzt ab benutzen zwei unterschiedliche Terminologien. Jüdischer Kalendermonat ist ein Chodesh. Ein nicht-jüdischer Kalendermonat ist ein Monat. Ein Monat ist nicht äquivalent zu einem Chodesh. Die Definitionen sind nicht dieselbe. Das bedeutet, wenn ich sage, heute ist 25.11.2014, wenn ich sage 11., das bedeutet nicht die 11. Chodesh des Jahres, es bedeutet die 11. 1/12. Von dem Kalenderjahr 2014. Aber es ist kein Chodesh, es ist eine 12. Ja? Darf ich ganz kurz noch was fragen? Ja, Katrin. Hallo, kann man mich hören? Ja. Alle 19 Jahre fällt das doch gleich auf den mit dem anderen Kalender, richtig? Ja, 19 Jahre, genau, 19 Jahren, jede 19 Jahre, 7-mal haben wir Schaltjahre in dem Mondkalender. Mhm. Korrekt. Okay. Ja. Korrekt. Also wenn ich sage, dass wir haben kein Problem mit dem Monatnamen, weil, also die Monaten zu rechnen, also November ist 11. und Dezember ist 12., weil die sind einfach nicht eine Referenz zu den jüdischen Monaten. Deshalb eine unterschiedliche Nummerierung und also unterschiedliche Nummer zu benutzen, ist es kein Verbot von meiner Sinne. Die Wahrheit ist, es ist viel größeres Problem, die nicht-jüdischen Namen von den Monaten benutzen. Woher kommen die nicht-jüdischen Monatnamen? Januar kommt von einem römischen Gott, Janus. März kommt von einem römischen Gott, Mars. Maius, Mai, Juni, sie sind auch nicht-jüdische Götzen. Julius und Augustus sind zwei Kaisern. Februar und April, sie sind auch römische Mythologie verbundene Sachen. Die vier Ausnahmen sind September, Oktober, November und Dezember. Was bedeutet September, Oktober, November, Dezember? Septa ist 7, Okta 8, Nova 9, Deka, Deta ist 10. Der 7., 8., 9. Und 10. Monat in dem nicht-jüdischen Kalenderjahr. Deshalb ist es kein Zufall, dass der Schalttag in einem nicht-jüdischen Schaltjahr ist immer Februar. Februar war der letzte von den Monaten. Deshalb September, Oktober, November, Dezember sind 7, 8, 9, 10. Aber wir haben trotzdem die größten Probleme ist mit Januar, Februar bis Augustus. Bis August, weil diese Namen sind echt pur götzendienstliche Namen. Wenn ich diese Namen benutze, dann habe ich eine sozusagen ein Problem, weil ich das erwähnt habe, wir sollten in unsere alltäglichen Sprache nicht Referenzen benutzen, götzendienstliche Objekte und götzendienstliche Traditionen. Also, ich möchte eine kurze Zusammenfassung für die nächsten 5 Monate, ich möchte auch der Plattform öffnen. Es gibt Erlaubnis, die nicht-jüdische Jahre zu benutzen und die nicht-jüdische Datum zu benutzen. Wir können benutzen die Jahre, weil es ist nicht mehr assoziiert mit den christlichen Traditionen. Viele haben das vergessen. Und auch wenn sie wissen, es ist nur eine transitive Assoziation. Und deshalb haben wir kein Problem, das in unserem alltäglichen, insbesondere Businessleben, zu benutzen. Die zweite Frage, ob die Monatnamen, wie können wir die Monaten benutzen? Mein Vorschlag ist es immer besser, die Nummern zu benutzen, als die eigentlichen Namen, mit der Ausnahme von September, Oktober, November, Dezember, weil diese Namen bis September eigentlich Namen von Götzendiensten sind. Und diese Namen zu benutzen, sind problematisch. Also ich bitte von euch mindestens, wenn ihr kann, in der Chat ein Ja schreiben, wenn was ich gesagt habe klar ist. Und jetzt bitte euch für weitere Fragen. Ihr kann eure Mikrofone anschalten.
Ich werde sehr, sehr froh sein, wenn ich eure Fragen persönlich hören kann. Und auch ein bisschen von eurem Feedback. Also wie es war. Darf ich noch was sagen? Selbstverständlich. Ich bin total glücklich, dass wir Kalender machen, weil ich da ganz, ganz viele Fragen dazu habe. Gut, ich sehe fürs Fragen. Machen wir das nächste Mal dann die man nehmen, wie man die berechnen kann, wenn man zum Beispiel jetzt keinen Kalender hat. Ich möchte euch bitten, ich habe in den Chat geschrieben meine E-Mail-Adresse. Jeder kann mir ein E-Mail schreiben mit möglichen Fragen von Themen. Ich möchte aber möglicherweise solche Situationen und solche Themen berechnen, wo besprechen, wo es gibt eine bekannte oder manchmal nicht so bekannte Tradition. Zum Beispiel, was sind die Vorschriften für die Männer? Warum sollen die Männer Kopfbedeckung tragen? Solche Themen, ich möchte auch Basisthemen anfassen, aber ich bin sehr glücklich, wenn ihr eure Vorschläge zu mir schickt. Hier ist meine E-Mail-Adresse, bitte eine E-Mail schreiben und wenn es passt und dann generell in der Thema, dann ich habe absolut nichts dagegen und ich bin glücklich, versuchen zu vorbereiten von den gegebenen Themen. Dankeschön. Sehr gerne. Ich habe vielleicht, was hier in der Bezeichnung von der Beschriftung von diesen Lektionen ist hier gerade, wenn zum Beispiel, also wo ich in Israel war, habe ich jetzt auch die unterschiedlichen Kopfbedingungen gesehen. Ja. Und das ist vielleicht noch ein bisschen erzählt oder erläutert, weil das ist manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn man nicht so den Hintergrund hat. Okay, also Kopfbedeckungen ist eine Frage. Ja, okay. Ich habe ja, das sieht mir ja ein bisschen glatt, ne? Und deswegen ist es ja für mich schon wichtig. Okay, das ist ein guter Vorschlag. Ja, genau. Okay. Ja, kleine Sekunde, ich schreibe dann, auf. Entschuldigung, dann wäre es auch schön, wenn wir über die weibliche Kopfbedeckung auch sprechen könnten. Also gerade über den Unterschied zwischen Scheitel und so weiter. Männliche und weibliche. Sehr gut. Ja, also ich schreibe beide auf. Ja, sehr, sehr gut, ja. Weil das mich auch immer wieder wundert. Ich denke, wir können ein Schul, ein Unterricht für den Thema von generell über die alle Arten von Kopfbedeckungen auch männlich und weibliche. Kein Problem. Sehr gern. Ja, weitere Vorschläge? In dem Zuge kann man vielleicht auch über das Thema Haare, was Haare eigentlich im Symptom ausdrücken und warum die Haare der Frau sich verändern mit der Ehe. Es ändert nicht, ich hoffe mindestens. Aber Rache, danke schön für die Vorschlag. Also Haare, okay. Ich bitte euch, seht ihr in der Chat meine E-Mail-Adresse? In der ersten, oben in der Chat, ich habe meine E-Mail-Adresse. Alle können ohne Probleme eure Fragen zu mir schreiben. Ich bin sehr, sehr glücklich, nicht die Fragen, sondern die Vorschläge, wenn man später andere Vorschläge hat. Ich bin sehr froh für alle Vorschläge und ich möchte euch noch einmal vermuten, wenn ihr Fragen habt in der Mitte von der Unterricht, deshalb für mich diese Plattform ist sehr neu, weil ich bin kein großer Monologist. Ich mag immer, wenn ich habe gleichzeitig Feedback. Also ich bitte euch, wenn ihr Fragen habt, in der gleichen Zeit, ihr müsst nicht Chat schreiben, einfach eure Mikrofon anschalten und eure Fragen zu stellen, okay? Und ich hoffe, es stört niemand, dass wir duzen einander hier an diesen Plattformen. Nein, kein Problem. Kein Problem. Ja, alles okay. Weitere Anmerkungen oder weitere Man kann natürlich dann diese Begleitung noch machen, wo ich in Jerusalem war, in Neher Sharim, da haben die Männer so verschiedene Mäntel an. Also das ist eigentlich, je nachdem, welche Richtung, Glaubensrichtung sie gehen. Das würde mich mal auch noch ein bisschen interessieren.
männliche Kleidung, okay? Ja, also die haben ja so Mäntel an, diese orthodoxe, diese osteuropäische Glauben. Okay. Ja, das okay. Ist auch ein bisschen was man schwierig nachschauen kann. Manchmal ein Thema ist, manchmal passiert, dass die Thema ist sehr sozusagen faszinierend. Manchmal das Thema ist nicht so faszinierend. Ich versuche die Themen so aufzubauen, dass also ich weiß, ich hoffe, dass das Thema von Datums mindestens ein bisschen interessant war. Und dann wir werden ähnliche Themen, also eure Vorschläge, ich warte sehr, sehr gern. Ich habe selbstverständlich Ideen an mich selbst, aber ich bin sehr glücklich, wenn ich eure Nachfragen und eure Bitten treffen kann. Weitere Anmerkungen für heute Abend, weitere Fragen vielleicht für heute Abend? Ich habe jetzt noch ganz kurz eine Anmerkung. Und zwar, ich habe jetzt vor ein paar Tagen im Internet ein Buch gefunden von einem Rabbiner, also es ist ein Amerikaner, wo der drin erklärt, also orthodoxe, wie kleiden sich oder wie ist das, sich an orthodoxe Juden anders unterscheiden von nicht-orthodoxen. Ich kann am besten mal sich an Sie diesen Titel schicken, damit man sich einfach mal den Rund schickt. Mhm. Also ich tue mich leider. Nur, ich wollte nur als Vorschlag, dass ich mal was gefunden habe. Okay. Ja, gut, danke. Sehr gerne. Gut. Dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt, ich wünsche euch noch einmal einen schönen Abend. Und ich möchte mich noch einmal eure Verzeihung bitten für mein Deutsch. Ich hoffe, dass ihr trotzdem alles verstehen, was ich gesagt habe. Man hat alles gut verstanden. Ja, man hat alles gut verstanden. Vielen Dank. Ja, danke. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Herrn Scholz-Baller und an alle Teilnehmer. Das war ein sehr spannender Kurs und ich persönlich, ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, wir können es kaum erwarten, die nächste Woche wiederzusehen. Alles Gute. Dankeschön, schönen Abend noch. Salam. Salam. Salam.